Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es darum, wie wir einigermaßen gelassen sein können in Trotzphasen. Wir haben das hier gerade aktuell, schwächt zum Glück gerade wieder ab, und zwar mit Svea. Na, also so kurz vor dem zweiten Geburtstag, mit dem zweiten Lebensjahr kommt das dann ja so mit sich. Und ich muss sagen, dass das bei ihr wesentlich stärker ausgeprägt war als bei Vincent. Wesentlich stärker. Sie hat einen unglaublich starken Willen und es hat mich stark an meine Grenzen gebracht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch mitgeben, wie ich da einigermaßen, wenn mir möglich, gelassen geblieben bin. Und zwar zum einen ist es Reflexion. Oftmals sagen wir dann in so Trotzphasen, die machen das mit Absicht, die machen das, um uns zu ärgern, die guckt mich richtig an und macht dann das, was sie eigentlich nicht machen darf. Einige sagen auch, ja, sie will ihre Grenzen austesten, da musst du dann hart bleiben, da musst du sagen, zeigen, wer das Sagen hat. Das hat für mich alles gar nicht damit zu tun. Ich reflektiere dann ganz gerne, was hat mein Kind dazu gebracht? Hatte sie vielleicht einen anstrengenden Tag? Sind gerade viele Dinge aufeinander gefallen, die ihr gerade nicht so gepasst haben? Habe ich ihr gerade nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie eigentlich gerade von mir wollte? Wollte sie mir etwas mitteilen und ich habe sie einfach nicht verstanden und ihr blieb kein anderer Weg? Also halt zu reflektieren, halt auch mal in andere Richtungen zu denken. Nicht immer nur, die macht das mit Absicht, die macht das, um mich zu ärgern, sondern halt auch mal in andere Richtungen zu denken. Und auch sich selbst zu reflektieren. Wenn ihr dann in solchen Situationen halt zum Beispiel mal laut werdet oder traurig seid, vielleicht auch weint, das ist mir bei Vince auch schon passiert, dass ich dann geweint habe, ist es jetzt wirklich wegen dieser Situation oder hat diese Situation, diese Trotzattacke gerade einfach nur mein Fass zum Überlaufen gebracht? Oftmals ist ja so, unser Fass ist unglaublich voll, das habe ich jetzt schon so oft in den letzten Tagen erzählt, unser Fass ist so unglaublich voll und dann fehlen so ein paar Tropfen noch und dann läuft es einfach über und ihr müsst immer dafür schauen, dass ihr dann immer mal wieder, wenn euch das auffällt, euer Fass halt wieder so ein bisschen leert. Ich finde es auch immer gut, sich über so Trotzphasen zu informieren. Da kann ich wirklich das Buch Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten empfehlen. Das verlinke ich euch gerne nochmal. Das hat mir wirklich gut geholfen, um zu erkennen, was geht da im kindlichen Hirn einfach vor, was passiert da gerade beim Kind, warum machen die das, um das Kind besser verstehen zu können. Und dann halt zu schauen, was braucht mein Kind jetzt? Manche Kinder brauchen dann vielleicht, dass sie in den Arm genommen werden. Manche Kinder brauchen, und da gehört Svea dazu, dass die erstmal ihre Ruhe brauchen. Also ich sitze dann irgendwo in der Nähe und warte, bis sie fertig ist und wir dann wieder miteinander kommunizieren können. Aber in dem Moment, wo sie in so einer Trotzattacke steckt, kann ich nicht mit ihr agieren und sie möchte dann auch nicht in den Arm genommen werden. Also das muss man dann einfach von Kind zu Kind individuell auch schauen. Aber halt wirklich da sein. In dem Moment auch da sein für das Kind, sich selbst erstmal hinten anstellen. Also erstmal die eigenen Bedürfnisse nach Ruhe, nach weiß ich nicht, was ihr da gerade in den Situationen tun wollt, erstmal hinten anstellen, erstmal das Kind als an erster Stelle stellen und für das Kind da sein. Aber danach ist es unglaublich wichtig, in so Trotzphasen von Kindern, dass ihr auf euch selbst achtet. Wenn die Kinder abends schlafen, dass ihr euch Ruhe gönnt, euch entspannt, einfach Self-Care, euch Selbstfürsorge, euch um euch selbst kümmert, weil ihr braucht diese Energie, die ihr in dieser Zeit schafft, für die nächsten Tage, für die nächsten Trotzattacken, ihr braucht das. In dieser Zeit könnt ihr euer Fass leeren, damit es halt dann nicht so schnell wieder überläuft und ihr einfach gelassener sein könnt in Trotzphasen. Also in solchen Trotzphasen finde ich es unglaublich wichtig, als Mama sich um sich selbst zu kümmern, wenn die Zeit dann dafür da ist, wenn die Kinder im Bett sind, dass man diesen Attacken einfach gestärkt dann gegenüberstehen kann und dann nicht noch lange darüber nachdenken. Also wenn das passiert ist, kann man sich auch nochmal 5 Minuten drüber ärgern und dann ist wieder gut. Also nicht den ganzen Tag dann deswegen schlechte Laune haben und dann noch Hinz und Kunz 10.000 Mal von der Geschichte erzählen, sondern es dann auch einfach gut sein lassen, den Kopf ausschalten. Und so, denke ich, kommt man relativ gelassen, manchmal mehr, manchmal weniger, durch solche Trotzphasen. Und immer dran denken, es sind nur Phasen, die Zeit naht und dann ist es wieder vorbei und dann könnt ihr wieder das Leben mit euren Kindern genießen bis zur nächsten Phase. Es sind
nur Phasen. Das ist mein Mantra. Es sind nur Phasen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schreibt mir gerne, was ihr vielleicht an andere Zuschauer noch mitgeben wollt, was ihr gerne tut in Trotzphasen, welche Bücher ihr vielleicht noch empfehlen könnt, wenn man sich über Trotzphasen informieren möchte. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.